Du, ganz ehrlich, der Dorfkönig wollte mich sowieso heiraten. Sie sind kulturell, sie behalten ihre Kultur, aber ey, warum denn nicht? Und ich zieh einfach ein Lederhöschen in Pink an. Servus, hier ist der Tom von Wiesengaudi TV. Hi. Und neben mir steht die... Senna, hi! Hi Senna! Hallo Tom, wie geht's dir? Super geht's mir, und dir? Ja, super, also hier ist ja echt was los. Ist mein zweites Mal auf den Wiesen, aber beim ersten Mal habe ich davon gar nichts mitbekommen, weil ich arbeiten musste, und jetzt bin ich zum ersten Mal wirklich, habe ich Freizeit, und es macht so einen Spaß. Aber da hast du ja noch das letzte Wochenende ausgesucht hier in der Käferswiesenschenke. Ja, hast du das früher nicht? Schluss. Da hast du recht, das Beste kommt zum Schluss. Oh mein Gott, das ist mein Zahn! Sag mal, Senna, ich sehe gerade hier, du hast dich ja heute für eine Lederhose entschieden und nicht für ein Dirndl. Warte. So. Super sexy. Ja, weil ich mir gedacht habe, na gut, ich muss mich ja mal ein bisschen von der Masse abheben, und ich traue mich jetzt mal was nicht so viele machen, und ich ziehe einfach ein Lederhöschen in Pink an. Und ich würde mal sagen, das schaut super geil aus, wirklich jetzt mal. Sag mal, Senna, was ist denn so dein Wiesn-Hotspot? Also das Käferzelt ist echt super. Also die Mucke, das Essen, die Leute, der Service, du. Die Luftballons, du. Also das ist mein Hotspot. It's my Hotspot. Sag mal, wir haben ja oft gehört dieses Jahr, dass die Wiesn immer so ein bisschen mehr zum Karneval mutiert, wegen den vielen Glitzer und bunten Dirndls. Siehst du das genauso? Finde ich gar nicht, weil das Ding ist einfach nur, die machen was aus sich. Die sind nicht langweilig und brüde, sondern sie sind kulturell, sie behalten ihre Kultur, aber ey, warum denn nicht, es ein bisschen trendiger und Fashion zu machen? We love it. Fashion im Käferzelt, Fashion auf den Wiesn. Da sagt keiner nein. Absolutely. Sag mal noch so, Tommy Big Brother. Ja. Hast du das verfolgt? Ehrlich? Ja. Sag mal, wärst du auch eingezogen? Nein. Haben sie dich angefragt? Nein. Ich glaube, die trauen sich das gar nicht bei mir. Würdest du denn grundsätzlich sowas machen? Nee. Ich habe einmal das gemacht, da bin ich in die Wüste gegangen mit anderen Mädels. Natürlich, das kennen wir. Da wusste ich auch nicht, wer mitkommt und so. Aber das ist nichts für mich. Wie hast du dich denn in der Wüste gefühlt bei Safari? Quatsch, wie ist das? Sag nochmal ganz kurz. Warte. Beauty Queens auf Safari. Dann irgendwas mit High Heels. High Heels auf Safari. Nein. Jetzt haben wir es. Nee. High Heels auf Safari. Die Wüste, egal. Du warst in der Wüste mit ganz vielen anderen Mädels. Würdest du das nochmals machen? Nein, wirklich nicht. Wirklich, ohne jetzt es niederzumachen. Ich bin trotzdem dankbar. Es war eine Erfahrung und es ist auch in Ordnung. Aber nein. Nein, ich bin das nicht. Aber Afrika ist so schön. Da würde ich nochmal gerne hin. Wirklich? Ja, nach Afrika auf jeden Fall. Du, ganz ehrlich, der Dorfkönig wollte mich sowieso heiraten. Also von daher. Läuft. Ich bin beliebt. Es läuft. Nee, bei mir rennt schon. Sag mal, Senna. Auf der Wiese, Flirt, wie ist das denn so? Wirst du hier oft angemacht unter uns? Ich weiß nicht. Darf denn die Senna angemacht werden? Jetzt hast du ja keine Schleife, die du trägst. Deswegen können wir das ja gar nicht sehen. Lieber nicht. Zum Schluss noch, Senna, sag mal, die Brezen und die Wiesen. Was verbindest du mit einer Brezen? Meine Kindheit. Weil ich früher immer sehr gerne Brezel gegessen habe, gerade von der Bäckerei, wenn die ganz warm sind. Und ich habe immer das Salz weggemacht, weil ich es nicht mochte. Und die Wiesen verbinde ich ab heute mit ganz, ganz viel Spaß. Kulturen werden verbunden. Ich bin Marokkanerin und ich trage wirklich traditionell ein Wiesen-Outfit. Und ich habe eine Menge Spaß. Und der Hammer ist, es wird akzeptiert, dass ich keinen Alkohol trinke. Und auch kein Dirndl anhast. Ja, und das Lederhose. Mut zur Lederhose, Mädels. Ja. Das schaut super aus. In rosa oder lila oder so. Senna, dein letztes Schlusswort, der Tipp zur Wiesn von Senna. Kommt auf jeden Fall hierher, trinkt nicht so viel, damit ihr was mitbekommt, und fahrt alleine nach Hause. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Interview. Vielen Dank, Tom. Senna, ciao. Dankeschön, Tom. Merci. Mua, mua, mua.